Da gefällt mir, glaube ich, das Dunkle tatsächlich am besten. Das ist halt echt. Also das Blaue finde ich noch ganz cool, weil es halt so richtig altmodisch Final Fantasy ist, aber ja. Ich glaube, ich bin einfach zu sehr ins Dunkle gewöhnt. Aber ich kann es zum nächsten Mal ja auch gern mal testweise. Süßes Viechchen. Testweise mal machen. Wie gesagt, das Blaue finde ich noch ganz... Alles gut. Alles gut. Geht gleich weiter. Hallo Abenteurerin. Du scheinst zu beherzigen, was Mishun dir aufgetragen hat. Servus. Ich bin Nikia vom Klagerregiment. Soll ich dir zeigen, wie du einen Etheriten benutzt? Ja. Dieser Kristall ist ein Etherit. In ihm fließt ätherische Energie, die wiederum mit dem Ätherfluss Irosias verbunden ist. Mithilfe des Etheriten kannst du sozusagen in den Ätherfluss eintauchen und augenblicklich an weit entfernte Orte gelangen. Auch die Magie des Teleports und der Rückführung, die du auf deinen Erkundungen sicher häufig einsetzen wirst, beruht auf der Energie der Etheriten. Es gibt sie so gut wie überall in Irosia. Und wenn du außerhalb der schützenden Stadtmauern durch die Wildnis streifst, wirst du ihre Existenz schnell zu schätzen lernen. Du sollst dich auf Reisen allerorts zuerst nach Etheriten umsehen, diese berühren. Durch eine längere Berührung harmonisiert sich die Energie deines Körpers mit der des Etheriten. Du kannst dich nur zu Etheriten teleportieren, die du zuvor berührt hast. Aber du brauchst nichts zu überstürzen. Besuche erstmal die Etheriten in der Umgebung von Gridania. Eine nach dem anderen. Das wird dir dein Abenteuerleben erleichtern. Falls du mehr über Ätheriten oder Ätherreisen erfahren möchtest, bin ich gern bereit, deine Fragen zu beantworten. Wie ich mich kenne, laufe ich eh an den meisten Dingern vorbei. Das wäre halt so typisch ich. Hui! Vergessen zu springen. Jumping Cat. Alles erstmal auf einem wirken lassen. Bin immer noch von ihren Augen begeistert. Bin froh, dass ich die Farbe nochmal geändert habe. Ich hatte mir den, also das ist ja noch vom meiner allerersten Erstellung. Da hatte ich glaube, grüne Augen. Hatte ich ganz, ganz am Anfang. Blauen finde ich schöner. Viel, viel schöner. Hm? Bernadette schickt dich? Du siehst zwar noch etwas grün hinter den Ohren aus, aber vielleicht hast du ja Potenzial. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob du dir in Gridania einen Namen machen wirst. Wenn du es ernst meinst, will ich dich gerne auf die Probe stellen. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, ich habe ja den Routinebonus bis 80. Ich will den Routinebonus auf die Klassen ausnutzen. Von einer Weile bei meiner die Augenfarbe ändern, aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Bei meinem... Oh, also bei dem Schatz, den wir ja eben gespielt hatten. Bei meinem alten, eigentlichen Main sind die ja auch noch grün. Aber irgendwie... Nee. Aber hier bin ich tatsächlich froh, dass ich mich für die blauen noch entschieden habe. Direkt vor der Stadt treiben sich einige Frostfungi herum. Die bösen Pilze. Und mir sind beunruhigende Berichte über sie zu Ohren gekommen. Offensichtlich versprühen sie ihre Sporen in der ganzen Gegend. Die Sporen bedecken die Bäume und Pflanzen und stören ihren Wachstum. Dagegen hilft nur ein Mittel. Die Forstfungi müssen dran glauben. Nun möchte ich dich bitten, 6 Forstfungi zu erlegen. Einzeln sind Forstfungi zwar keine allzu furchteinflößenden Gegner, aber in der Gruppe können sie schon gefährlich werden. Sei vorsichtig. Die sind immer vorsichtig. Du bist doch eine Abenteurerin, nicht wahr? Darf ich kurz um deine Aufmerksamkeit bitten?
Könntest du dieses versiegelte Schreiben an Panel überbringen? Du findest sie auf dem Markt in der Rezeption der Schattenlaube. Wie bitte? Warum ich jetzt nicht selbst überbringe? Nun ja, die Gredanier sind nun mal nicht gerade umgänglich oder flexibel. Ich möchte nicht in die Verlegenheit geraten, mich mit Panel persönlich auseinandersetzen zu müssen. Es eilt auch nicht. Du kannst das Schreiben übergeben, wenn du sowieso mal an der Schattenlaube vorbeikommst. Na los, wir Abenteurer müssen uns doch gegenseitig unterstützen. Hängt mit allen Leben kurz. Jo. Jo. Wie gesagt, ich mach's es halt sonst nicht. Deswegen, wir nehmen es direkt mit. Solange wie es noch mit dem Level passt. Sobald, ich mal 20 Level drüber bin, kommt die nächste Klasse, die dann die Quests macht. Also es wird lange dauern. Es wird lange, lange dauern. Sehr, sehr lange. Die nächsten 20 Stunden. Ja, gucken. Löst das ja bei den Routine-Bonus da. Sagen wir 20 Minuten. Willkommen bei der Gilde der Waldläufer. Du möchtest die Kunst des Bogenschießens erlernen? Ja. Alles sieht so aus, als hättest du die freundlichen Anweisungen von Mishun erhalten. Nun denn, ich werde dir eine kurze Einführung zum Bogenschießen und der Gilde der Waldläufer geben, wenn sie denn nur kurz wäre. Die Fähigkeit, die unseren Bogenmeistern trainieren, erlauben es, die Schwachstellen eines Feindes aus der Entfernung zu beurteilen und mit einem einzigen gut platzierten Pfeil den Ausgang eines Kampfes zu beeinflussen. Wenn du uns beitrittst, werden wir auch dich darin unterrichten. Gredaniens Kunst des Bogenschießens stützt sich auf zwei Säulen, den Langbogen und den Kurzbogen. Der Langbogen war die Waffe der Wahl der Elisen, die weitläufigen Ebenen des Sieflandes beherrschten. Stets auf der Hut vor Invasoren konzentrierten sie ihre Techniken auf die Verteidigung ihres Territoriums. Der Kurzbogen war die bevorzugte Waffe der Mykoten. Die Techniken, die sie entwickelten, waren perfekt auf ihre nomadischen Lebensweisen als Jäger angepasst. Als sich beide im selben Territorium im Wald der Einkehr niederlassen wollten, verschmolzen die beiden Traditionen nach einer Zeit der Konflikte zu einem neuen Stil des Bogenschießens, der die Stärken beider Traditionen in sich vereint. Die besten Jäger beider Volksstämme standen nun im direkten Vergleich und so fühlte sich eine Handvoll besonders ambitionierter Jäger herausgefordert, die ideale Technik aus beiden Stilen zu entwickeln. Hilfe! So wurde die Gilde der Waldläufer von den Besten aus den Reihen der Jäger gegründet. Das Ziel der Gilde ist es, die Kunst des Bogenschießens im freundschaftlichen Wettbewerb zu fördern. Der lebende Beweis unserer Methoden sind die Bogenschützen von Nofika Shah. Nicht wenige von ihnen haben ihre frühen Jahre damit verbracht, ihre Pfeile auf dem Trainingsgelände der Gilde aufzulesen. So, jetzt achte ich kurz mal wieder auf den Schatz. Glamour, Hallöchen! Der Urlaub war super. Danke der Nachfrage. Urlaub war toll. Ich wollte schon gar nicht mehr weg. Wetter war toll. Essen war toll. Gegend war toll. Aber wie geht's dir? Alles gut? So, bevor ich gleich Fuß in den Mund habe. Ich hoffe, du konntest eine gute Vorstellung davon gewinnen, wer wir sind und was wir hier tun. Oh, sehe ich da etwa einen Funken in deinen Augen? Wenn du die Szene mit den besten Bogenschützen in Eosea spannen möchtest, bist du bei der Gilde der Waldläufer genau richtig. Bevor du dich einschreiben kannst, benötigst du allerdings die Zustimmung einer gewissen Person. Sprich mich erneut an, wenn du bereit bist, fortzufahren. Und wir beginnen mit deinem Aufnahmeverfahren. Jo. Soweit ganz gut, danke selbst. Mir geht's auch super. Heute ist ja der erste Tag, wo ich wieder streame. Gestern hatte ich ja noch frei. Hinzu kommt, ich habe sturmfrei, noch bis morgen. Ich glaube, bis morgen Abend. Weil meine bessere Hälfte ist gerade irgendwo im Raum Frankfurt unten unterwegs. Und ja. Sturmfrei. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit. Und ja. Ja. Party heute Abend. Nicht so laut. Nee, nur mit meinem Tierchen. Nur mit Hund und Katz. Aber
Ich sag mal so, ich kann zocken, ohne dass gemeckert wird. Gut, es wird sowieso nicht gemeckert, aber, ne? Ohne schlechtes Gewissen zocken. Ist toll. Das Schlimmste ist, wobei für mich ist es aber auch ganz gut. Frisch ist es jetzt jede Woche mindestens 2 bis 4 Tage weg. Ich glaube, nächste Woche ist er Montag, Dienstag weg. Die Woche darauf ist er von Dienstag bis Freitag weg. Das zieht sich jetzt bis November. Der ist fast jede Woche weg. Das heißt, zocken. Business, ja, sozusagen. Es sind halt, also er ist ja viel auf Messen unterwegs und ja. Ja. Was soll man machen? Bin ich halt mit den Fellnasen alleine. Aber ich habe da auch kein Problem mit. Hab mich langsam dran gewöhnt. Dafür wird es dann im Winter wieder ein bisschen ruhiger. Jo. Na, dann bist du also entschlossen, Waldläuferin zu werden? Jo. Du hast es dir gut überlegt, wie ich sehe. Gut. Denn nur wenn dein Entschluss so fest wie ein Felsen ist, kann ich dich an unsere Gildenmeisterin Lucienne verweisen. Du brauchst nicht zu aufgeregt zu sein. Lucienne ist immer sehr freundlich. Viele, die gar nicht unserer Gilde angehören, kommen, um sich bei ihr Rat zu holen. Sie ist im hinteren Raum. Geh nur und sprich mit ihr. Juhu. Hi. Was ist ein Waldläufer? Jemand, der durch den Wald läuft. Genau. Und ab und zu so ein paar Pfeile in irgendwelche Bäume reinschießt. Ich finde ja immer noch die Verwandlung vom Waldläufer zum Baden ganz witzig. Das ist irgendwie. Ja. Wenn Waldläufer immer direkt gleich Musik machen. Aber gut. Das wird schon. Aber hier trifft es ja tatsächlich zu. Wir laufen jetzt tatsächlich durch den Wald. So eine versteckte Botschaft. Wenn im Wald ein See ist, geht der Waldläufer auch gerne mal da. Alter. Der ist gut. Der ist irgendwie gut. Der hat was. Ja, Mann, der hat echt was. Müsst auch mal anspielen. Noch nie gespielt. Dann wird's aber mal Zeit. Ist denn der Würzeit? Das Level 60 kostenlos. Ja, stimmt. Jo. Mal testen. Also ich kann es empfehlen. Feine ist echt cool. Mit Suchtpotenzial. Ah, ein neues Gesicht. Willst du das Bogenschießen lernen? Dann herzlich willkommen. Ich bin Lucien und leite die Gilde. Wenn jemand sich ernsthaft der Kunst von Pfeil und Bogen widmen will, werden wir ihn nicht abweisen. Lass mich kurz erklären, was wir unseren angehenden Waldläufern mit auf den Weg geben. Die entscheidende Stärke des Bogens. Das ist die Sicherheit der Distanz, die er dem Schützen gewährt. Schwerter und Lanzen können noch so lang sein, ihre Reichweite ist immer begrenzt. Wenn du zerschmetternde Hiebe austeilen willst, bist du hier falsch. Bogenschießen erfordert Effizienz in der Bewegung und strategisches Denken. Dann kannst du den Feind kontrollieren, ihn erwischen, wenn er gerade fliehen will, und ihn mit Giftpfeilen zur Strecke bringen. Du wirst erstaunt sein, wie vielfältig diese Waffe ist. Beobachte einmal einen Meister des Bogens und sieh, wie er seinen Gegner scheinbar ohne jede Anstrengung niederstrecken kann. Aber bedenke, wenn dir die Distanz etwas nützen soll, dann musst du den Überblick bewahren und den Feind richtig einschätzen. Dann beherrschst du das Schlachtfeld. Das ist die Aufgabe des Waldläufers, die Schwachstellen des Feindes zu entlarven. Da kann ein einziger Fall das Schlachtenglück wenden. Bogenschießen erfordert einen scharfen Blick und das Vermögen, eine Situation vollkommen zu erfassen. Nur dann vermag man den Pfeil auf die richtige Bahn zu lenken und das Ziel mit Kraft zu durchschlagen.
Das ist es, was ich unseren Schülern beibringe. Willst du ernsthaft an dir arbeiten? Keiner wird von selbst ein guter Schütze. Nur wer durchhält, wird schließlich die Früchte seiner Anstrengung ernten. Bist du dazu bereit? Auf jeden Fall. Vermutlich habe das letzte Mal WoW zu Burning Crusade gespielt. Also tatsächlich spiele ich ja nebenbei, aber wenig. Wenig WoW. Wobei es wurde ja kurz vorm Urlaub hatte Dufte, der ja hier auch oft das im Chat ist, den 24-Stunden-Stream eingelöst. Und das war ja die Abmachung, der nächste 24-Stunden-Stream wird ein WoW-Stream. Und tada, wir spielen am Sonntag WoW. Ich werde so verkacken. Ich habe jetzt schon Schiss. Das war aber auch die Bedingung, dass ich gesagt habe, ich spiele das nicht alleine. Ich habe jetzt schon panische Angst davor. Das geht so in die Hose. Das wird so in die Hose gehen. Ich habe... Das geht einfach nur in die Hose. Dezent Bammel. Ich muss auch noch einiges vorbereiten. Ich müsste mich eigentlich auch noch mal mit Dufte hinsetzen. Aber... ja. 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 Mal gucken. Mal gucken. Wie weht, war tatsächlich niemals trotz mehrerer Versuche mit der Ehe in Eo hängen geblieben. Eo ist auch gut. Ich habe tatsächlich ja zurzeit 4 MMOs, wobei Lotro habe ich ja, also spiele ich gerade privat. ESO kommt wahrscheinlich September dann wieder. Also September, Oktober. Weil WoW geht dann erstmal eine ganze Weile. Je nachdem, wie Hybrid mitmacht. Weil ich glaube, wir sind jetzt insgesamt 4 Leute, die dann WoW spielen. 2 nicht durchgehend, Dufte und ich versuchen 24 Stunden wach zu bleiben. Ich hoffe, dass ich es packe. Ich habe ein bisschen Schiss vor. Und FF14 ist halt Main Game. Es bleibt Main Game. Das wird immer mein Main Game bleiben. Es sei denn, irgendwann werden die Server abgestellt. Dann natürlich nicht. Bis dahin 24 ist machbar. Ich hatte schon mehrere 24er. Der letzte war aber tatsächlich sehr, sehr schwierig für mich. Der letzte war richtig schwierig. Ich glaube, es wird diesmal ein bisschen einfacher, weil ich nicht alleine bin. Ich werde aber ganz, ganz früh anfangen, damit ich auch halbwegs zeitig ins Bett komme, weil das Problem ist, diesen Sonntag ist dann der 24er und am Montag fährt Frische schon wieder Richtung Polen. Das heißt, ich muss dann so ins Bett gehen, dass er aufsteht, die erste Runde mit dem Hund geht, dass ich dann 5 bis 6 Stunden schlafen kann und dann die zweite Runde mit dem Hund gehen kann. Weil sonst macht Wauzi ins Häuschen wahrscheinlich. Wenn ich erstmal durchpenne. Also. Das wird schwierig. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich freue mich trotzdem drauf. Das wäre trotzdem cool. Und mit Dufte sowieso. Also mit Dufte habe ich schon öfters privat WoW gespielt und ich habe halt immer Angst vor dieser Community, weil viele, die ich halt in-game kennengelernt habe, sind so mega toxische Menschen und ich hasse toxische Menschen. Das ist... Ach, nee. Kann ich Geschichten drüber erzählen. Das wird übrigens nichts mit dem straight durchspielen, ohne abgelenkt zu werden, Terban, ne? Das wird nichts. Ich rede zu gern und zu viel. Ich lasse mich zu sehr ablenken. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt. Es ist ja unser neuer Main hier, den wir jetzt spielen. Also, ne? Das wird schon. Also auf die 450 bis 500 kannst du gleich nochmal 500 drauflegen. So in 1000 Stunden sind wir dann auch mal so weit. Oh, scheiße, ey. Ich rede zu gern und zu viel. Du hast es dir gut überlegt, wie ich sehe. Sehr schön. Bevor ich dich in die Gilde aufnehme, habe ich eine Übungsaufgabe für dich. Zeig mir, ob du überhaupt mit einem Bogen umgehen kannst. Versuche vor den Toren der Stadt einige Schädlinge zu erledigen.
Je drei Baumhörnchen, Marienkäfer und Forstfungi sollten genügen, um deine Eignung unter Beweis zu stellen. Melde dich wieder bei mir, sobald du es geschafft hast. Juhu, die bösen Marienkäfer. Die 20 Minuten Nebenquest waren übrigens auf aktive Spielzeit bezogen. Ja, gut. Mal gucken. Na gucken. Das wird schön, das wird schön, das wird schön, das wird schön. In der Partie wird es dann auch mal über 20 Minuten gerechnet. Ja. Ü20 ist aber noch gut. Wäre ja noch gut. Das liege ja noch gut im Spiel drin. Was ist denn für ein Helm? Hallo, das Helm des Verstümmelns. Okay, das sieht interessant aus. Aber irgendwie... Das Leute begaffen geht... Das ist okay, du nicht drin. Das kann ich machen. Oder so länger. Die Rüstung ist schwarz wie Rammer. Das Schwarze hier, die bestimmt geil aus. Was nimmt sich ein Naseweiß von Abenteurern wie du heraus, mich, den Meister der Märkte, anzusprechen? Meinst du etwa, ich würde jeder dahergelaufen und möchte gern Heldin mein hart erarbeitetes Wissen anvertrauen, nur weil sie die Frechheit besitzt, mich danach zu fragen? Ein Händler macht nichts für umsonst, womit du zumindest eine Lektion von mir gelernt hast. Solltest du jedoch zufällig ein schmackhaftes Geschenk für mich dabei haben, so würde ich mir dein Anliegen noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Nun komm schon, das mir schon dich hergeschickt hat, verrät mir bereits der Duft frischer Aalpastete, der aus deiner Tasche heraufsteckt. Ich weiß auch nicht, wo wir die Aalpastete gelassen haben. Ich glaube, Tupperschalen gibt's da noch nicht. Gib sie schon her. Wo haben wir die hingepackt? Plus 10 Minuten sortiert. sind das die G2B-Pants gewesen? Weiß ich gar nicht. Kann durchaus sein. Kann durchaus sein. Echt, ich hatte Kartoffeln angeguckt. Ein Kartoffelchen. Eine Bratkartoffel. diese luftige Teigkruste. Einfach himmlisch. Also gut, es steht jetzt in meinem Wort. Pass gut auf, denn ich werde mich nicht wiederholen. Für eine angehende Abenteurerin wie dich gibt es alles Notwendige auf dem Palisadenmarkt und in der Ebenholzpassage. Wenn du vorhast, Monster zu erschlagen, dann zieh gut gerüstet mit qualitativ hochwertiger Rüstung und Waffe in den Kampf. Ja klar, vor allem am Anfang. Derartige Ausrüstung suchst du am besten auf dem Palisadenmarkt, der sich nach Süden erstreckt. Gridanische Händler genießen einen guten Ruf und achten sehr darauf, diesen zu erhalten. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass man dir fehlerhafte Ware unterjubelt. Wenn du Arznei- und Gemischtwaren suchst, dann wirst du in der Ebenholzpassage fündig, die sich nach Norden erstreckt. Die Regale der Händler dort sind voll mit Waren aus der Handelsmetropole Ulda. Wenn du dort einkaufen gehst, dann bring lieber etwas Zeit mit. Soweit alles verstanden? Gut. Wenn du etwas einkaufen willst, musst du zuerst den richtigen Händler finden. Bei ihm kannst du dich dann über die aktuellen Preise erkundigen. Mehr muss ich dir erst einmal nicht auf die Nase binden. Es führt eh keinen Weg daran vorbei, dass du dir die Stände selbst ansiehst und deine eigenen Erfahrungen mit den Händlern machst. Pass auf, ich guck eine Kartoffel an. Ja. Ja. Eiskalter Bernstein. Ja. Ich. Da liest man ja mehr, als man spielt. Ja, Tatsache. Also ich sag mal so, später gibt es eindeutig mehr synchronisierte Szenen. Eindeutig mehr. Aber...
Was, hallo? Ich bin umzingelt von Kartoffeln. Bei dem Spiel dreht sich alles um Story, ja. Ja, es ist sehr, sehr Story, das ist. Aber sehr, sehr gut. Also ich habe echt das Gefühl, es wird so vom Mal 2 einfach besser. Wir haben vorhin kurz den aktuellen Content gespielt, weil gestern kam ja der Patch raus, 6.2. Und pure Liebe, pure Liebe. Okay, die Stimme hätte ich jetzt nicht erwartet. Ohne Witz, die Stimme hätte ich jetzt einfach nicht erwartet. Von dem Laden, die hätte ich einfach nicht erwartet. Das ist ein süßer Lala. Richtig süßer Lala. Jo. Irgendwie passt die aber voll. Richtig cool. Jo, dieser kleine Lala. Was gibt die Erdscherbe? Was ist das denn? Eine Abenteuerin, die nichts zu tun hat? Das kann ich gerne ändern. Ich habe eine Bestellung vom Klageregiment erhalten. Ich kann mich aber gerade nicht selbst darum kümmern. Würdest du die bestellten Sachen für mich abholen und bei der Pikenierin... Wie heißt die? Singult? Scheingult? Wie auch immer abliefern. Genauer gesagt geht es um 3 Gegenstände. Ein Hornspeerspitze, Bienenwachsfett und ein robustes Strohseil. Das bekommst du alles auf dem Markt, wenn du den Händler ausrichtest, dass ich dich geschickt habe. Du hättest Arbeit und mir würde eine große Last von den Schultern fallen. Das schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Jo, klar. Ich bin einfach genial. Also, abgemacht. Beeil dich. Husch, husch. Kitty! Hallo, Kitty. Einfach mal ins Licht zwinken. Sein Google, würde ich sagen. Würde ich sagen, okay. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss den Namen nie wieder aussprechen. Kitty, wie geht's? Alles gut? Jo, Kätzchen. So, einfach nur, weil es episch ist. Kitty? Du bist nicht zufällig die Katze da, oder? Ich frag für einen Freund. Ich weiß nicht. Okay. Ich meine ja nur. Man weiß ja nicht. Lala. Hi. Ich weiß, dass ich immer gestalkt werde. Ich möchte diesen Lala die ganze Zeit knuddeln. Yes, süß. Ich habe es mir fast gedacht. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt die Katze sein können. Mhm. Hast du den gerade erstellt oder hast du den noch gehabt? Ich frage für einen Freund. Oh. Süß. Wir haben noch geschlossen. Ach, Pasmodrea schickt dich, um die Hornspeerspitze zu holen. In Ordnung, hier ist sie. So. Oh, erstmal alles hinsetzen. Den habe ich schon länger, aber nur erstellt, nie gespielt. Na, okay. Das erklärt's.
Herzlich willkommen, Abenteurerin. Was ist dein Begehr? Du kommst im Auftrag von Passmontre. Ja, doch. Gut, ich habe es, das Bienenwachsfett schon. Jetzt habe ich ihn zittrig. Schon bereitgelegt hier, bitte sehr. Jo. Okay. Das dauert mir zu lange. So, bei ihr war es jetzt. Tafnerok. Borscher-Kniestiefel. Noctis Fingerling. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Hanfunterhemd. Okay. Sieht interessant aus. Der Barbatz. Nur etwas komisch. Jetzt die Rezeption für Gehilfen. Was kann ich für dich tun? Ein Schreiben von der Abenteurerin Fimibas? Fimibas? Verstehe, sie will einige Gegenstände bestellen, die wir hier normalerweise nicht führen. Aber warum macht sie das so förmlich in einem Brief und kommt nicht persönlich bei mir vorbei? Ich weiß doch niemanden. Nur weil wir Gridania nicht gleich jeden dahergelaufenen Fremden mit Küsschen und Umarmung begrüßen, heißt das noch lange nicht, dass man nicht mit uns reden kann. Sehe ich jedoch ein, dass wir zu euch Abenteuern vielleicht etwas freundlicher sein sollten. Yay. So, erstmal zum Ätheriten. YouTuber, den ich gerne schaue, hat mal JTP interviewt und am Ende hat er ihn gefragt, ob es möglich wäre, dass Lerlas auf den Schultern von anderen Spielern reiten, so wie eine gewisse Sultana. Ich glaube, Yoshi hat später gesagt, er will das einbauen. Wäre cool. Wäre richtig cool. Also, ohne Witz, das würde ich feiern. Ich glaube, allein deswegen würde ich Lala spielen. Das wäre halt richtig, richtig cool. Hereinspaziert. Heute gibt es tolle Sachen im Angebot. Wie bitte? Du willst für Passmontre etwas abholen? Dann sag das doch gleich. Hier hast du das bestellte robuste Strohsal. Will dafür keine Kartoffel spielen, aber klasse wär's. Also ich würde zumindest kein Main-Lala machen, aber ich würde mir einen Lala erstellen und den spielen. Das auf jeden Fall. Ja, das wäre echt cool. Ich sollte mir aber gleich zumindest mal was zu essen reinpfeffern. Also, mir sowas reinschmeißen. Dezent Hunger ich habe. Du bringst die Lieferung von Passmontre? Jo, bringe ich. Ja, guck mal. Habt ihr was Schönes? Wunderbar, genau das hatte ich bestellt. Ich hätte nie gedacht, dass Passmontre so schnell liefern kann. Ich bin beeindruckt. Du hast dir einen guten Herrn ausgesucht, von dem du noch viel lernen kannst. Ich bin halt einfach nur Stufe 3. Ah, du bist doch die neue Abenteurerin, nicht wahr? Du könntest dich nützlich machen. Nacht für Nacht schleichen sich nämlich gefräßige Baumhörnchen unter den Boden der Gilde, der Pikiniere. Wenn du 6 davon erschlägst, vergeht den übrigen bestimmt die Lust aufs Nagen. Mit der Angelegenheit kann ich mich kaum an das Klageregiment oder Nofikas Schar wenden. Wir haben Wichtigeres zu tun. Eine Abenteurerin wie du kann sich jedoch mit solch einer Aufgabe die ersten Sporen verdienen. Wer umgekehrt nicht einmal dieser Aufgabe gewachsen ist, hat hier in Gridania nicht zu suchen. Die Baumhörnchen leben im tiefen Wald. Komm wieder zu mir, wenn du deine Aufgabe erfüllt hast.
weiß, dass es keine Heldentat, die in Liedern besungen werden wird. Aber mir tust du damit einen großen Gefallen. Okay. Werde mir auch vor einer Weile ein Problem machen. Das Problem ist, dass ich auf der Insel sammeln muss. Ja. Ich wollte eigentlich um 12 mir meine Pizza in den Ofen schmeißen. Das Problem ist, ich musste eine halbe Stunde eher aufs Klo. Als geplant. Ja. Ich wollte das eigentlich so schön mit dem Klogang verbinden, damit ich nicht dreimal hoch muss. Egal, ich schmeiß mir die gleich in den Ofen. Weil bis 5, also ja, doch bis 15, 16 Uhr wollte ich noch streamen. Von daher würde es sich anbieten, wenn ich noch was essen würde. Und ich mache mir jetzt kaum. Also ich koche jetzt eher weniger. Das mache ich dann lieber heute Abend. Ja, ich will mich nur noch da an dem. Nur noch an dem Ätheriten. Du läufst doch gerade noch. Ich will nur einmal kurz hier an dem Ätheriten. So. Und dann schmeiße ich mir meine Pizza in den Ofen. Weil. Oh, ich weiß nicht, ob die einer kennt. Aber ich habe. Frischus hat jetzt neulich eine Pulled Pork Pizza entdeckt. Und ich liebe Pulled Pork und ich liebe Pizza. Und jetzt haben wir einfach mal, ich glaube, 3 oder 4 Pulled Pork Pizzen im Eisfach. Sowas von lecker. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Es ist so lecker. So, ich bin gleich wieder da. Thank you.